Hey Leute, herzlich willkommen zu Citadel Forged with Fire mit unserem Feuermagier, dem Balui. Ich bin der einzig wahre Feuermagier und ich habe gehört, es gibt ein Spiel, was all meine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen lässt. Und das soll Citadel Forged with Fire sein. Wir haben da Kies gekriegt. Es sieht richtig geil aus. Einfach. Ich hab's schon angetestet, aber ich würde es gerne mit euch nochmal antesten und nochmal mit Balui. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich bin echt gespannt. Deswegen lasst unbedingt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, zeigt es uns mit Kommentaren und mit einem Daumen nach oben. Dann können wir da eventuell mehr mit raushauen. Genau, und das hier ist aber jetzt erstmal nur eine Angezockt-Folge sozusagen. Ja. Wir starten. Wo willst du starten? Das darfst du aussuchen. Ich guck mal. Es gibt Easter Reach, Raincourt oder Heathcliff. Ich glaube, in die Mitte klingt ganz gut. Okay. So, dann gehe ich auf Spawn hier. Wir spielen auf einem Server, ein PvE-Server. Und, oh, Balui. Wow, wow, wow. Moment, was? Das sieht geil aus, ne? Ist mit meiner Hand kaputt. Ja, so werden Magier geschmiedet. Wow. Oh, ich hätte doch nicht blaue Fingernägel nehmen sollen. Nein, wie sieht der aus? Hä, ich habe auch blaue Fingernägel. Scheiße. Was habe ich denn da gemacht? Egal. Wo bist du? Also, ich bin hier auf so einer Plattform. Ach da, hi. Hallo. Ich kann jetzt im Moment nur... Komm mir nicht zu nah. Ja, nee, es ist eh ein PvE-Server. Genau, wir haben PvE-Server genommen. Ist hier unten in der Höhle. Ich muss mir jetzt erstmal umgucken und es sieht schon ziemlich cool aus. Ja, es sieht mega aus. Ich finde die Grafik einfach der Wahnsinn. Das Feuer sieht auch cool aus. Das kann ich hier berühren. Oh, guck mal, hier kann Kristalle aufsammeln. Ja, kannst du aufsammeln direkt. So Runensteine. Ich habe selber noch nicht herausgefunden, was man so damit machen kann. Warum kann ich die nicht aufnehmen? Ich glaube, wir sind hier vielleicht. Server is not responding. Der läuft bei uns. Ja, geil, ne? Ernsthaft? Erstmal gespawnt und sowas. Das ist nicht Leute, auf jeden Fall, die Welt ist so. Groß. Also ich will die angucken. Oh, jetzt ging's, okay. So, jetzt ging's, alles klar. So Günther. Hier ist unser Questgeber. Hey, Cordelia, hallo. Das ist unser Tutorial. Welcome to Ignis. Genau. Ja, also, ich versuche mal zu übersetzen. Versuchst du's? Okay. Ja, ich versuch's. Also willkommen in Ignis, junger Zauberer. Das hier ist wahrscheinlich die Welt. Dies ist ein gefährlicher Ort und du musst dich vorbereiten. Das ist meine Aufgabe. Dafür zu sorgen, dass du so lange wie möglich überlebst. Nee, Safety Orb. Achso, dass ich außerhalb des magischen Schildes überlebe. Also du musst erstmal in der Lage sein, Ressourcen zu identifizieren und Waffen, Kleidung, Zauber, Getränke und sowas zu erstellen. Finde und sammle Steine, Holz aus dem Wald und er wird uns daraus eine erste Waffe bauen. Okay, dankeschön. Genau, ja, nämlich hier ist so eine Stonehead Axe, also eine Steinaxt. Ich habe schon zwei Wood collected. Guck mal, Balui, hier sind Bäume. Warte, ich muss erstmal das Gras bewundern. Das ist halt schon schön, ne? Ist das hier wie Ark? Muss ich einfach draufhauen? Nein, das geht nur, wenn du eine Axt hast. So, du musst das Holz auf dem Boden. Ich habe schon vier Holz, jetzt brauchen wir noch vier Steine. Wie sieht denn Holz auf dem Boden aus? Das sind so Stöcke. Wow, was ist denn das hier alles? Was? Ja, damit kenne ich mich auch noch nicht aus. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen angezeugt. Das hier scheint so eine. Magiestätte zu sein. Ja, hier ist ein Schild über uns. Ja, das ist ein Schild über uns. Wow, hier ist eine Festung dabei. Cool. Und guck mal, was das hier ist. Geh doch mal rein. Wow! Huiuiui. Bist du ein Stein? Nein, du bist eine Blume. Na, guck mal, geh da mal rein. Wo rein? Wo bist du reingegangen? Ja. Das ist doch ein Portal. Aua, heiß! Nee, doch nicht. Was war das? Das hier ist ein Lebenspool. Hier regeneriert man. Okay, und was ist das hier? Ah, okay. Wo soll ich denn reingehen? In was? Ja, ich meinte eigentlich den Pool. Ach so. Ich hätte es gesagt, wir gucken jetzt nochmal Broomstick League, was ist denn das? Kannst du hier irgendwie Besen fliegen oder ja, was? Ja, du kannst hier einen fliegenden Besen haben. Ich sammle hier schon mal die Ich habe noch kein einziges Stein und noch kein einziges Holz gefunden, Basti. Wie sieht das denn aus? Ja, komm, dann lass uns doch mal. Bin ich blöd? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier beim Pool, beim Mana-Pool. Komm mal mit. Hier bin ich. Hier. Hallo, hier. Ja. Komm, ich bin auf meinem Weg. So, das guck ist mal. Die magische Barriere. Jo. Ja, und seht ihr einfach mal nur die Welt an, ne? Jo, es erinnert an Skyrim, wenn ich ehrlich bin. Ja,
Das haben tatsächlich auch Reviews haben das schon gesagt. Die haben es mit Skyrim verglichen. Guck dir einfach mal die Welt an. Guck da hinten. Gletscher und da hinten ist so eine riesen Statue. Cool. Das ist der Wahnsinn, ne? Das sieht echt schick aus. Eine sehr schöne See da unten. Ja, und da unten ist der Wald und da kriegen wir Holz, Herr Balui, denke ich für dich. Ja, aber die haben mir ja gesagt, wir sollen nicht außerhalb der Blase gehen. Ach, scheiß drauf, komm, Balui. Das Einzige, also es ist noch Tag, von daher ist alles gut. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist, dass ein Bär auftaucht oder sowas. Oder ein Skelettkrieger. Ja, das Problem ist, ich kann auch nicht zaubern. Ohne Zauber ist scheiße. Ja, das müssen wir nämlich erst lernen. Also wir müssen unseren eigenen Zauber kreieren. Wir sind zwar jetzt Feuermagier, die Lava fließt durch unsere Adern. Oh, ist das da Holz, was da liegt? Bist du Holz? Ja, das sind eher so kleine Stücke. Ja, da müsste eigentlich... Ja. Ach, da, so ja, sehen die genau aus. Genau so. Yay. Ich weiß nur nicht, ich habe vergessen, wo ich die Steine habe. Beeren und noch mehr Steine. Holz. Hey, einfach hier die Natur genießen, ist ja schon cool. Ohne Witz, es sieht halt echt geil aus. Da ist ein also Stein, ich habe einen Stein gefunden, die liegen hier so rum. Okay. Auch kleine. Ich habe jetzt 5 Holz. Ich könnte dir was geben gleich, aber du findest hier eh genug. Nimm mal noch die Orchideen und so mit, das brauchen wir nachher auch noch. Pling, 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 pling. So, und ich bin jetzt schon Level 2, Balui. Ja, mir fehlt auch nicht mehr viel, aber mir fehlt vor allem noch Stein. Dann kannst du nämlich hingehen und kannst Da ist ein Hase, da ist ein Hase, hallo. Du kannst jetzt, also wie bei Ark, du kannst Damage hochmachen, theoretisch, die Gesundheit, Mana oder Carry Capacity, also wie viel ich tragen kann. Ich mache jetzt erstmal Health nach oben und dann gibt es eben hier noch so Knowledge Points und ich kann jetzt hier... Also wie bei Ark Sachen lernen sozusagen. Die Axt habe ich jetzt gelernt, sage ich das mal. Aber der wollte uns doch die Axt machen, oder nicht? Ja, ja, aber trotzdem brauchen wir den Punkt ja, um es zu erforschen, ne? Ich habe jetzt die Axt gelernt. Wow, hab ich mich erschreckt, Alter. Kannst du sagen, dass da so eine Mega-Explosion kommt, wenn man Level up hat, ey? Ton ist erschreckt gerade. Dachte, ich werde angegriffen. Und dann stehst du unten, ne? So, wo skill ich mit? K? Mit K. Das steht dann unten rechts. Oh, hier, Damage. Immer Damage. Mir fehlen noch Steine. Wo hast du die gefunden? Hier am Ufer waren welche. Ah, und so lernt man Sachen. Okay, Kleidung und Helm. Also vom Prinzip her ist es schon ziemlich ähnlich wie Ark, ne? Nur, dass es hier halt nicht um Dinos geht. Das stimmt. So vom Leveln, vom Stile her, es geht hier nicht um Dinos oder sonst was. Hier geht es um Magie. Du kannst auch dann irgendwann deinen eigenen magischen Basen bauen. Also ich bin echt gespannt. Das ist jetzt noch nicht unser eigener Server. Wie gesagt, es ist ja erstmal nur so ein angezockt. Ja, wir wollen es einfach mal testen. Wie gesagt, wir haben diese Keys jetzt gerade gekriegt. Aber das Spiel ist auch gerade sehr günstig im Angebot noch. Irgendwie 10 Euro oder sowas. Also jeder, der da mal Bock hat, reinzugucken auf Steam, gibt es halt gerade. Wir kriegen da übrigens kein Geld für, ja? Also nicht, dass ihr denkt, die machen schon wieder Produktplatzierung. Nein, wir haben nur eine coole Möglichkeit gefunden, Keys zu kriegen. Wir können jetzt immer Spiele antesten. Deswegen macht euch auf sowas öfters gefasst. Ja, Spiele anzocken. Das ist cool. Und wenn uns was gefällt, vielleicht kommt das dann öfters. Ja, wenn es euch gefällt. Ich habe jetzt ohne Ende Steine und Holz. Ich habe keine einzigen Steine. Balui, das ist ein Pferd! Hier ist ein Pferd, Balui. Ich habe keine Minimap, das ist ein Problem. Oh, das geht weg. Ach stimmt, Orientierung und so, ne, Balui? Wo ist denn unsere Base? Verdammt. Auf dem Berg oben, Balui. Ich habe die ganze Zeit nur nach unten geguckt. Hier noch Pilze. Komm mal, hier bist du bei mir. Bist gleich bei mir. Ich finde keine Steine. Komm mal her. Nee, hier ist auch keiner. Ich habe gerade ganz viele gefunden. Ja, Moment, ich komme. Also wir haben auch noch keine Zauber. Nee, aber ich will ja wenigstens Zauber. Deswegen spiele ich das Spiel doch. Wir zaubern. Ja, hier, Basti, guck mal, so sehen Steine aus. Komm mal zu mir. Ich empfehle euch einfach mal... Ah, okay. Ich empfehle euch einfach mal den Trailer dazu anzugucken. So, ich habe jetzt alles. Jetzt können wir zurücklaufen, Balou. Ja, dann los. Also schaut euch den Trailer an. Es gibt hier fliegende Besen. Es gibt hier Drachen, Balui. Es gibt... Nein. Wir gucken nachher zusammen den Trailer nochmal an. Ne? Okay. Was es da alles gibt. Also es sieht halt echt geil aus. Ich weiß nicht, ist es noch im Early Access? Ah, eigentlich habe ich nichts davon gelesen. Ich glaube, es war heute... am 3.8. stand, glaube ich, Release oder Beta-Release oder sowas. Keine Ahnung. Was mich halt mega... Ich sag mal... Aber es hat nicht so die besten Bewertungen gekriegt, ne?
Ja, aber was mich mega geflasht hat, ist einfach, dass es. Ich habe von dem Spiel vorher nie wirklich was gehört. Dafür, also vielleicht kriegt man dann halt durch die Game Mechanics oder so irgendwie einen Blick, warum es nicht so gut sein sollte. Aber der erste Eindruck kann man einfach sagen: wunderschöne Grafik, wunderschöne Landschaft, Liebe zum Detail und Survival mit Magie, finde ich gut. Richtig, also ich würde auch sagen, also ich will da jetzt ganz unvorangenommen rangehen, deswegen lese ich mir eigentlich solche Tests auch gar nicht im Vorhinein großartig durch. Ich spiele das jetzt, so lange wie es mir Spaß macht oder solange es euch auch Spaß macht. Und dann gucken wir hinten durch, Balui. Wo war der Günther mit seinem Feuer da? Der Tutorial Man. Wo bist du hin? Ich bin hinter dir. Ah, gut. Da ist ja unten in der Höhle. Da? Ja, unten sind wir geboren. Allein schon das finde ich eine coole Idee. So eine Magierschmiede. So, und dann gehst du auf Complete. Jetzt haben wir eine Steinaxt. Die können wir dann auch direkt ausrüsten. Oh, ich bin ja auch Level up, du auch? Was? Okay, erstmal. Ich bin nur Level 2. Now that you have some. Also jetzt, nachdem wir ein bisschen Schutz in der Hand haben, geh raus und sammle Crowberries, Orchideen und Pilze. Und dann machen wir daraus einen Salat. Dankeschön, natürlich. Ich glaube, ich habe schon genug. Ich habe schon alles. Ich auch. Können wir direkt abgeben. So, hier, guck mal hier. Der Salat war super. Ja, war lecker. So, was hat er noch für uns? Oh. Willst du mal übersetzen? So, also ganz einfach. Wir können einfach hingehen jetzt und Spells zaubern. Ja, wir können jetzt dann mit P unser Zauberbuch öffnen oder unser Zaubermenü öffnen und dann einen Select the Blast School of Magic, den Blast-Zauber. Und dann müssen wir den craften. Und wir brauchen, warte mal. Wir sollen gegen irgendwelche, gegen Elex vorgehen. Nein, nicht Elex, das sind Elche. Ja, meine ich ja. So, warte mal, mit P, ist es Spell Essence? Nee, wie funktioniert das? Choose School? Equip Weapon, Moment. Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Warte mal. Ich glaube, du kannst einfach unten links draufklicken und dann hast du Ja, du musst da auf das Schwert und dann geh auf Craft Spell. Balui. Warte, Schwert. Balui, guck. Wow. Aber wie hast du... Du hast dir selber... Du hast uns beiden... Nee, oder wir sind nicht voll AP. Wie hast du es gemacht? Du gehst auf P. P. Und dann ist da dieses Schwert... Also im rechten Bildschirmbereich. Equip Weapon Required. Ja, ich habe keine Waffe angelegt. Warte, erstmal die... Alter. Waffe anziehen. So. Magic Self Area Effect. Oh ja, so jetzt sehe ich das. Oh da, hier, im Blast haben sie gesagt. Blast sollen wir machen und dann? Ja. Und was muss ich dann machen? Hast du es unten reingezogen? Also dann auf Craft Spell gehen? Okay, Arcane Blast habe ich jetzt. Ja, und ich habe noch Arcane Storm. Guck mal. Oh Gott, guck mal! Balui, guck dir das an! das ist der Wahnsinn. Das ist halt echt geil gemacht. Also und jetzt Zauber muss man Elch jagen. Warte mal, ich gehe mal noch hier ziemlich in die cool. Ja, eben voll machen. Ich denke mal, dass diese Kristalle auf dem Boden unseren Mana aufladen werden, oder? Nee, hier der Mana-Pool, denke ich. Ja, aber du wirst doch nicht wegen jedem Mana zurückkommen müssen. Du wirst ja irgendwie Mana nicht auf Dauer mitkriegen. Aber vielleicht gibt es ja Tränke oder so. Lass uns mal hier runtergehen. An der Seite waren wir noch nicht. Lass uns mal Elche töten. Ja. Und wie ist der erste Eindruck vom Zauber? Das ist schon cool. Also das es macht sieht schon halt nice aus. Ich wollte gerade mal ausprobieren, wovon sich entscheidet, ob ich mit der Axt zuhaue oder nicht. Aber anscheinend kann ich mit der Axt nicht mehr zuhauen. Sondern nur noch zaubern. Nee, mit G vielleicht? Nee, wir können nur noch zaubern. So, aber diese Kristalle hier, kann ich damit jetzt irgendwie, vielleicht kann ich da mein Mana dran aufladen, wenn ich in der Nähe stehe? Nee, auch nicht. Das regeneriert nicht normal. Warte mal, wir haben doch diesen Salat hier. Der regeneriert uns. Den wir in der Form gemacht haben. 5 Health und 15 Mana. Ja. Cool. Kann man das irgendwo in den Slot ziehen? Da bei Getränke rechts am Rand. So, das ist dann 8. Wieso auf 8? Nein, du hast 8 Stück davon. Achso. Dann ist es bestimmt 1. Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Da guck mal, da ist ein Wildschwein. Oh. Level 10.
Das sollten wir vielleicht nicht angreifen. Was sieht eine dumme Idee. Macht das was? Ja, dich oh angreifen. Dann hilf mir doch, Baloo. Ich hab sie getötet. Hilfe! Ja, komm. Alter, Alter, Alter. Oh Gott. Down. Alter, ich bin auf 16 runter. Warte mal, wie esse ich das jetzt zurück? Konsum-Item. Holy shit. Guck gerade mal, ob es irgendwo eine Taste dafür gibt, schnell zu essen. Hä? Ich kann nicht looten. Oh, ups. Hä? Wie, isst man denn das jetzt? Ich hab's mit Linksklick angeklickt und ausgewählt. Alter! Das war ja der Wahnsinn. Komm, wir müssen noch was anderes suchen. Ich glaube, die Wildschweine sind ein bisschen zu stark für den Anfang. Ja, aber war schon witzig. Ich habe nur noch 21 HP. Habe ich noch irgendwas, das... Jetzt will ich mal eben wissen, diese Mana-Kristalle auf dem Boden, ob die mir Mana regenerieren. Tun sie nicht. Ich glaube, das sind andere Kristalle. Die brauchen wir für irgendwas. Hä, okay. Wir brauchen einen Elch, Baloo. Ja, vielleicht sind wir auf der falschen Seite. Oh Gott, da ist ein Dorf von Orks oder so. Guck mal. Wir sind bestimmt schon gewappnet, ein Orkdorf zu vernichten. Ich denke auch. Oh Gott, nee, was ist das? Lass sie einfach weg. Nein, die sind nur Level 5. Die sind nur Level 5, das schaffen wir, Basti. Ich habe nur noch 26 Leben. Dann zauber dir schnell einen Heilzauber. Nein, Baloo, hast du angegriffen? Nein, habe ich noch nicht. Lass das. Wir haben halt 400 HP. Ja, ja, du wolltest auf dieser Hälfte runter. Ja, ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Wo bist du hin? Oh, und hier ist ein verlassener Turm. Bist du wieder hoch? Nee, lauf einfach Richtung Südwesten. Ja, doch wieder hoch. Ja, so ungefähr, ja. Ich bin nicht hoch. Oh, hier ist ein Questgeber. Es gibt da also Quests auch noch in der Welt. Gott. Da ist ein Skelett, welches ein Pferd jagt. Komm, Baloo, du findest mich, ich glaube an dich. Ja, ich glaube auch an mich. Hier bei so einem kleinen Miniturm. Ich sehe aber und keinen Musik Miniturm. Ist geil. Ich sehe einen Fluss und der Fluss sieht ein Meer, ein See. Der sieht cool aus. Ja, Baloo, hier bist du, komm. Baloo, jetzt schau nach. Lauf da lang, ja. Ich sehe den Turm. Hier, gut. Da ist auf jeden Fall ein Questgeber drin. Oh. Du hast Schaden gekriegt, Basti. Ah, nee. Das sah nur so aus. Hallo. Ach, Daily Quest. Okay. Der Wald ist voller Gefahren. Wir brauchen die Hilfe, ihn zurück in Ordnung zu bringen. Geh raus und jag drei Geister. Wilde Tiere. Was? Drei Geister? Nee. Drei Spirits. Ja, jag wilde Tiere. Das, bei mir steht nichts von Spirits. You will able to find them. Also ich soll Pferde, zwei Pferde und zwei Direwolves, also Schattenwölfe. Und ich muss drei Spirits defeated. Oh, das heißt, die Quests sind unterschiedlich. Ja. Das ist interessant. Können wir vielleicht... Warte mal, Baloo, bleib mal. Irgendwie geht das Questfenster nicht mehr zu. Hallo, dankeschön, ja, so. Warte mal. Geht es, dass wir irgendwie einen Tribe machen können oder so? Ich habe irgendwo aus Versehen vorhin eine Taste gedrückt. Warte. Wo machen... Welche? Ich gucke gerade. Irgendwie ist alles Inventar. Social. Geh mal auf das Ding und dann gibt es ein Haus, was wir erstellen. Ah, wir müssen Level 5 werden. Und dann können wir das Haus der Magier, der Feuermagier. Nee, halt, ich kann dich hier einladen. Okay. Bei Players Online. Genau, so. Wir können eine Gilde sozusagen eröffnen. Ah, eine Party. Oh, und jetzt ist da ein Punkt darüber. Guck mal, jetzt habe ich auch deine Quests. Wir haben jetzt und zusammen die Quests. Und du siehst mich auch oben auf der Karte. Das ja! Ist das Skyrim. Heißt, geil. So, verlieren wir uns nie wieder, Baloo. Gut, Basti, dann jagen wir mal Werwölfe. Und ich schau mal, Spirits. Nicht Werwölfe, Direwolves. Ja, Direwolves, was sind denn Direwolves? Schattenwölfe. Das gleiche in grün halt. Ja, wir sind ewig weit weg und ich bin immer noch Level 2. Ja, dann sammel doch mal, ich sammle die ganze Zeit halt Grünzeug hier, das gibt doch jedes Mal XP. Ja. Ja, ich bin Basti.
Alles sammeln. Also, dass es Daily Quests gibt, finde ich schon mal nice. Das gab es bei PixArk ja auch. Ja, das ist eine Daily Quest. Kannst du hingehen, kannst du jeden Tag Quests machen. Glaubst du? Stand da. Stand das da? Oh, das habe ich nicht gelesen. Ich hätte gern irgendwas, um mich zu wiederzubeleben oder mir Heilung zu geben. Ja, warte mal. Du hast doch Cranberries. Guck doch mal, ob du die Beeren oder so nicht so essen kannst, dass die dich heilen. Warte mal kurz. Utility Self. Ah ne, es macht mich schnell. Wo, ja, das eine gibt mir halt nur. Ja, keine Ahnung. Ich hab jetzt mal, guck mal. LOL. Guck mal. Hui! Oh mein Gott! Cool, wie das aussieht! Was, der hat blitzende Füße. Also das war jetzt der eine Zauber, den ich gecraftet habe. Und dann gibt's noch, warte. Den hier, da heißt Utility. Ach du Scheiße. Okay, guck mal, Baloui. Mhm. So. Du hast einen Geist hinter dir. Basti, bleib mal stehen. Ja, ich weiß. Mal um. Ich weiß. Jetzt warte 20 Sekunden. Ich werde cool dann zurückgeportet. Hey, das ist mega. So, warte, ich finde auch die Animationen richtig geil. Mhm. Hier wegen Essen. Theoretisch, wenn wir doch das Rezept gelernt haben, müsste ich doch in der Lage sein, jetzt dieses Essen zu craften. K? Ja. Aber nee, Essen konnte ich ja noch gar nicht lernen. Wir haben doch, warte. Doch, da, warte, da gibt's das. Recipe, ah. Cranberry Can. Dann lerne ich das jetzt mal eben. Und dann kann ich hier Steam Vegetable. Es gibt einfach, was? Hast du es gewusst, dass es da drei Reiter für Crafting gibt an der Seite? Drei Reiter, Für Punkte lernen? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ich lerne jetzt gerade mal Essen kochen, so. Ah, Cranberry Cream. Ach, das gibt noch 10 Gesundheit dazu. Dann kochen wir das jetzt nochmal. Aber wo geht das? Na, ich habe keinen Shortcut fürs Essen. Ich guck mal gerade mal, wie man jetzt kocht. Crafting. Ich kann hier halt nur Leder herstellen. Aber kein Essen. Das musst Essen, du auch mehr lernen. Du musst da darunter gibt es noch weitere Tabs. Ach nein, du hast recht. Da, Fresh Berry Salat. Das ist das, was der uns beigebracht hat. Kommt da jedes Mal noch einer? Oh, guck mal, Baloui, da ist eine Fee. Pass auf, das könnte so ein Spirit sein, wo man uns vorgewarnt hat. Ein Sprite. Spirit. Nein, da steht Sprite. Guck mal, gibt das XP, wenn ich jetzt hier Baloui, so crafte? Ist das ein Sprite? Warte doch eben, ich crafte gerade Essen. Au, Baloui, der greift mich an. Okay, das war's mit Craften. Ja, es gibt XP. Wo ist Basti? Wo ist der Sprite? Oh, da. Ah, ich bin gleich tot. Hör auf, Basti zu ärgern. Alter, macht der Schaden. Ich habe nur noch 13 Leben. Der steht schön in meinem Blitzding. Aua, aua. Oh, shit, oh, shit. Was glaubst du, wer du bist, du dummes Ding? Du lächst dich mit einem mächtigen Magier an, der Baloui heißt. Oh mein Gott. Alter, Baloui, du gehst ja übel ab. Ja. Guck mal, kannst Baloui, du da noch was looten? Ich seh deine Quests nicht oben. Ne? Also ich sehe oben rechts einmal Freshly Forged Wizard. Ach so, nee, stimmt, ich sehe oben. Ja, alles gut. So, ich bin jetzt auf jeden Fall Level up. Jo, aber ich bin halb tot. Das gefällt mir aber gar nicht. So. Und ich tue jetzt auch hier Essen. Zack, und dann gibt es hier unten noch was. Was ist das? Floor. Ich kann einen Thron machen, aber ich glaube, das machen wir erst später, das Bauen, ne? Gunlets. Ja. Oh mein Gott, ich könnte dann hier so ein Flow machen. Ne, genau. Oder einen Zauberstab. Baloui, du kannst einen Zauberstab machen. Wenn ich jetzt Crafting gehe, muss ich dafür... Nee, das kann ich nebenbei machen. Ich kann sogar nebenbei laufen beim Crafting. Das ist gut. Damit mache ich weniger Schaden. Das heißt, das nehmen wir nicht. Weil wir das haben wir schon. Ich erlerne es trotzdem mal. Genauso wie einen Zauberstab. So, also wir haben immer noch keinen Elch gefunden, Baloui. Nee, es wird Nacht vor allen Dingen. Es wird lustig. Ja, nachts ist es noch böser. Nachts ist dunkler als draußen. Ja, Baloui, ich würde sagen, wir werden hier am Ufer eine Runde schlafen. Okay. Die Leute werden mal das Video bewerten
und uns zeigen, ob sie davon mehr sehen wollen. Guck mal, was die da hinten leuchtet, irgendwas. Ey, das ist, ja, das ist so ein Riesenpilz. Das ist so, ohne Witz, Balui, was ist dein Fazit zu dem Spiel? Das ist schön. Oh, man sieht gar nichts unter Wasser. Ich bin anscheinend nicht in der Lage, unter Wasser die Augen zu öffnen. Ich finde es einfach schön. Es ist ein sehr schönes Spiel. Wenn ihr es auch schön findet, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Dann kommt vielleicht mehr davon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Bleibt schön feurig.